Hallöchen, willkommen. TT San Andreas, Puncture Wounds. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on our shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. What do you think of my suit? Killer, right? Okay. Hey, Holmes. Hey, bro. Ever try to fit the tequila straight? I hate it. I hit the watcher. Later. Wie aktiviert man die denn? Ah, okay, jetzt weiß ich's. Ist hier auf dem Freeway da? Kommt hier gerade angefahren. What's up, baby? Wo bist denn du? So. Ah, you asshole, my shit. Hä, ist sie nicht reingefahren? Okay. Was wollen die mit diesem Auto? So geil ist es nun mal auch nicht. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Oh, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Kriegt man immer so Panik, wenn das Auto sich einfach mal dreht und dann einfach anfängt zu brennen. Das haben sie in GTA 5 richtig gut gelöst. Dass da das Auto dann trotzdem noch, zwar klar, es ist unrealistisch, aber dass das Auto anfängt zu brennen, wenn es auf dem Kopf steht, ist auch unrealistisch. Und da hat man eben die Möglichkeit, noch in der Luft sich zu drehen und weiß Gott was. In der Luft, sag ich schon, auf dem Boden. Das ist richtig gut. Erspart viel Frust. Aber bitteschön, hier ist das Auto. Aber
So wie es jetzt aussieht, hätte er es auch durchaus von der Straße schieben können. Das sieht genauso demoliert aus. Alles klar. Ruft mich niemand an. Jetzt mal gucken, was wir da machen können. Wahrscheinlich nur ein Scheiß. NOE. Nö. Was ist denn doch Mission? Huch. Get you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Hätte ich das gewusst, dass das Missionen sind, hätten wir das schon viel früher gemacht. Ach, aber naja. Dann eben so. Das war knapp. Also wir müssen schon sehr, sehr niedrig bleiben. Echt krass. Oh mein Gott, mein Controller ist leer. Ah, so. Alter. Das war knapp. Das ist zu hoch? Ernsthaft? Okay. So.
Radargrenze wird ja auch immer neu definiert, was die Höhe angeht. Oh, fuck. Nochmal, weil es so schön war. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So eine Scheiße. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.